So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Wir sind hier mitten in der Wüste und jetzt sind wir beim Wüstentempel und ich denke mal, da starten wir auch direkt durch. Ich glaube, ab jetzt wird langsam das Spiel mehr als nur interessant. Der Wüstentempel. Die erste Ebene tatsächlich, wo wir zwei Dungeons haben, mehr oder weniger. Wüstentempel. Ganz böse, ganz böse. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Du erwachst zum Leben? Nee? Du lässt dich aber verschieben. Na komm, damit es schön aussieht. Schön in die Mitte. So gehört sich das. Was haben wir denn hier? An jenen, der geprüft wird, nutze Geist und Körper, um den Wächter zu bewegen. Ach ja, das hatten wir ja schon. Haben wir schon gemacht, bevor wir wussten, was wir machen sollen. Okay, Schattenlink. Und jetzt schnell hin. So. Die ersten 100 Forstkristalle für uns. Nice. Na gut, gucken wir uns mal um, was ist hier zu tun. Da sind Statuen im Boden, da sind Statuen an der Decke. Also nicht an der Decke, sondern... Ihr wisst, wie ich es meine. Okay. Der Mann macht einen Hammerschlag. So. Nochmal 200 Forstkristalle für uns. Tada! Okay, was macht Schattenlink hier? Wir haben ja in den letzten Parts rausgefunden, Schattenlink ist ja wahrscheinlich von Ganon erstellt worden. Das sieht interessant aus. Der geht sehr schnell wieder aus. Der bleibt längere Zeit an. Der macht den wieder aus, okay. Okay. Also müssen wir hier im Endeffekt nur schnell sein. Sehr schnell. Das ist ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, aber ich habe eine Idee. Hadida, hadida. Machen wir es doch einfach so. So. Du stehst richtig. 1, 2, 3, 4. Aha. Man muss das alles nur abtimen. Oh. Und aus der Dungeon-Musik wird böse Musik. Ist das die Turmmusik, die wir auch hatten? Ja. Hatten wir auch im... Ach du Kacke. Schildkröten! Nein! Okay, die können wir irgendwie nicht über den Haufen Ach, natürlich. Die haben auch unterschiedliche Farben. Vielleicht solltest du mal darauf achten, du Idiot. Ja gut, dann machen wir das ab jetzt. Nice. So. Damit haben wir die Lilanen schon mal weg. Jetzt kommen die Grünen dran. Die sind ziemlich nah beieinander, wie ich das sehe. Sehe. Ich stelle mich gerade wieder blöder an, als ich sollte. Der Rote. Bitte. So, Nummer 1. Nummer 2. Da ist ein Herz. Das ist sehr schön. Das nehmen wir gerne mit. Und Blau. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die irgendwie unterschiedlich benannt sind. Ich glaube, die heißen tatsächlich einfach nur Blau, Rot, Grün und Lila. Oder Pink. Je nachdem, wie man möchte. Ja, wobei, ist schon relativ eindeutig. So, wo haben wir hier noch Hückel? Da. Da haben wir den Schlüssel. Sehr schön. Den wollte ich jetzt aber noch nicht. Ich will erstmal hier. Noch ein Huni. Nice. Ja, komm mal alle her. So. Das ist ein Knopf. Sehr schön. Das wiederum ist nicht so sonderlich schön, oder? Ja. Wusste ich doch. Die Aua! Erwachen zum Leben. Bums. Ja,
Okay, die verfolgen uns also, solange wir nicht hingucken, oder wie? Oh, ein Huni? Wie? Na, wie kann ich den dann besiegen? So nicht. Er ist nur ganz kurz gestunt, wie es aussieht. Dann nehmen wir das einfach mal so hin und ergreifen die Flucht. Genau so und nicht anders. Was passiert hier? Oh, was ist denn das denn für viel? Okay, nein, nein, so wird das nix. Braucht man eigentlich Pfeil und Bogen für die Viecher, oder? Okay. Okay, okay, okay. Hab schon verstanden, ihr seid nicht wirklich Fans von uns. Au. Kann ich dich irgendwie hier runterlocken? Die sind doch auch echt schnell, ne? Okay. Da bleibt er jetzt stehen. Hoffentlich bleibt er da auch wirklich stehen. Oh. Okay. Hier ist nichts versteckt. Okay, das ist interessant. Was haben wir hier? Pfeil und Bogen. Wieso hatte ich damit irgendwie gerechnet? Ich weiß doch auch nicht. Damit können wir auf jeden Fall die Viecher hier besiegen. Am besten natürlich so. Ja, da schießt man nämlich gleich 4 auf ihn ab. So dumm ist es nicht. Okay, weiter geht's. Oh weh. Die Dinger schießen auf uns. Oh Gott, da ist ja noch einer. Nein. Nicht in mein Po schießen. Wie jetzt? Brr. Oh Gott, hier sind viele von den Viechern. Da sind auch viele Schalter. Okay. Nehmen wir mal alles mit, aber ich habe das Gefühl, also die 2000 Rubine hier zu kriegen, Forstkristalle, Entschuldigung, ist nicht sonderlich schwer. Wenn wir für jeden 100 kriegen, nochmal 100. Nice. Das ist natürlich auch ein bisschen Risiko, ne? Man muss halt sofort reagieren, sobald die losrennen. Und der letzte. Ja, da haben wir schon die 2000, siehst du mal. Das geht schneller als gedacht. Yay. Pfeil und Bogen. Ruhe. Ja. Forstkristalle nehmen wir gerne mit, auch wenn wir an sich keine mehr brauchen. Pfeil und Bogen. Nochmal Pfeil und Bogen. Dann wird er ja richtig zugeschüttet damit. Nochmal Pfeil. Bogen Level 2. Ah. Und nochmal Pfeil und Bogen. Das bringt mir aber hier unten nichts, oder? Hey! Okay, ich muss irgendwie das Viech hier rauslassen. Au. Nein! Kann ich die abschießen? Ich glaube nämlich, ne? Eigentlich war das ja immer so, dass man die abschießen konnte. Hoffe ich. Man muss natürlich das Auge treffen. Na, doch. Oh. Gut zu wissen. Okay. Damit können wir auf jeden Fall schon mal den Raum hier klären. Au. Okay, ich versuch's mal mit einem aufgeladenen Schuss. Miau. Ich werd trotzdem noch abgeschossen. Wieso hat das bei den anderen funktioniert, aber bei ihm jetzt nicht? Das ergibt keinen Sinn. Doch. Huhu, das war knapp. Ja, komm. Ui, shit. Oh, Mann. Drrrt, tot. Okay, hier ist auch irgendwo noch ein... Wir sind ja hier... Ich hab eine Idee. Der schießt ja immer an unsere Position. Was passiert, wenn ich ihn jetzt so darauf abrichte, dass er da den Schalter für uns aktiviert? Aha. Okay. Du schlenderst da schön hin und her. Ah, ein blaues Kraftarmband. Na, das ist natürlich auch eine feine Sache. Nein, geh weg.
und ein Herzcontainer. Sehr nett. Aber hier werden wir noch irgendwo eine Mondperle brauchen, wie es aussieht. Okay. Ich dachte, das bringt was. Weil unten ist ja auch noch ein Schlüssel und alles, ne? Also was heißt unten? Man sieht da zum Beispiel einen Schlüssel für diese Tür. Ah ja. Das ergibt doch Sinn. Dann haben wir hier noch irgendwo eine zerbrochene Wand. Ich weiß es gar nicht. Aber hier ist auch nichts. Ihr habt euch da schon festgefahren. Das ist auch nicht schlecht. Ne. Sieht nicht danach aus, dass hier irgendwas ist. Aber wozu ist die Bombe dann da? Wozu ist die Bombe? Vor allem, da ist ja auch noch eine. Hey! Ich war gerade so abgelenkt durch das Geräusch. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Na gut, dann gehen wir erstmal oben weiter, würde ich sagen. Jetzt, ja. Plupp. Versuch's doch einfach mit dem Schwert, du Idiot. So. Und hier müssen wir alle gleichzeitig, richtig? Ja. Die gehen zu schnell aus. Tada. So, was bringt uns das Ganze? Eine Mondperle, das dachte ich mir ja schon. Die Frage ist nur, wohin damit? Also in dem Raum unten, das weiß ich schon. Oh, ein 20er. Na gut, nimmt man mal so hin. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen, während ich das gesagt habe. Auch nicht schlecht. Aber Gott sei Dank nicht so fest. So, ich gehe mal davon aus. Ja. Ich gehe in die Unterwelt. Oh, was haben wir hier denn? Viele tolle Sachen. Aber nur der Schlüssel ist von Wert, wie es aussieht. Dann ist dem wohl so. Ja gut, dann können wir damit zumindest wieder dann oben weitermachen, ne? Lüdelüdelüdelüdelüdelü. Hui! Hör doch auf mich zu schießen. Triff's doch eh nicht. Siehst du, der macht nur die Vasen kaputt. So, was haben wir hier? Hammergebrüder. Ungeil. Au. Au. Shit. Hätte ich fast noch gekriegt. So. Das nächste Mal macht das ein bisschen besser, du Idiot. Geht da auch noch. Nein, der geht natürlich nicht nach hinten. Okay. Okay. Seitlich funktioniert das auch so. So, und hier haben wir ein kleines Rätsel. Wir müssen nämlich Feuer machen. Tada. Fackel 1. Tada. Fackel 2. Sehr schön. Oh nee. Die kennt man doch. Das bringt nichts. Okay, ich muss die Fackeln anzünden, während ich den Dingern ausweiche. Okay, ich verstehe schon. Der schützt mich jetzt, okay. Ich will erstmal die Laserschießer weghaben. Die könnten nämlich echt nervtötend werden. Dementsprechend. Okay. Interessieren die sich für uns überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil es zu dunkel ist, oder? Ach, jetzt auf einmal. So. Ist zu blöd hier. So. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die hier weg. Tot. Tot und verderben den Laserstrahl an. Ach, die kann ich auch töten, ohne dass das Auge da ist. Oder nicht. Verstehe, wer will. Okay. Drehen wir mal eine Ehrenrunde mit den schönen Statuen hier, die die ganze Zeit hin und her hüpfen. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht zu laut. Das macht die ganze Zeit bum, 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 bum. So, erstmal das. Damit bekommen wir nämlich auch den da. Naja, was soll der Geiz? Hui! Kann ich an dir vorbei? Ja. Das hat gebracht absolut gar nichts. Kann ich den Fall so anzünden? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann werde ich unten das irgendwie machen müssen.
Boing, 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 boing. Ein bisschen hypnotisch ist das ja schon, ne? La 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 la, sie springen durch die Gegend, haben Spaß im Leben. Hui. So, haben wir das auch angezündet. Jetzt zünden wir das an. Jetzt schießen wir da einmal rüber. Kann ich hier an dir vorbei? Aua. Ich glaube, das heißt nein. So. Da bin ich aber nicht vorbeigekommen, weil genau in dem Moment wahrscheinlich einer von denen da war. So. Bums. Weg waren sie. Aber wie hat das gerade funktioniert, dass ich alle getroffen habe und den einen da oben ausgelassen habe? Habe ich leicht diagonal geschossen? Dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Mein Herz. Oh Gott, ey. Moldorme. Mögen sie sterben. Haben sie gemacht. So, was haben wir hier? Ein Ausgang. Ach nee, nicht ihr. Nicht ihr. Wenigstens kann man die mit Pfeil und Bogen relativ gut besiegen. Nicht wahr? Ups. Direkter Treffer. Was macht der Schalter? Money. Infinite Money Glitch. Na, Infinite ist es nicht. Kommt Tingle hier gar nicht an? Wir sind ja eigentlich an der Oberfläche. Hätte er sagen können, dass er trotzdem hierher fliegt. Naja. Was macht ihr da? Wir springen lustig durch die Gegend. Okay. Gott, ich wollte mir gerade an die Nase kratzen. Erschreckt mich doch nicht so. Wüstenmonsters. Wieso zweimal das Geräusch? Interessant. Ah, Goma. Oh, nee. Treffer? Der wird schneller, ne? Der wird eindeutig schneller. Hui! Ins Auge geschießt. Oh Gott, jetzt schießt er drauf. Aua. Wie auch immer ich trotzdem noch getroffen habe, wir lassen es einfach zählen, okay? Noch ein bisschen Geld dazu und weiter geht's. Oh weh. Besiege Schattenlink. Hat man ja schon lange nicht mehr. Aber wieso so viele Mond... Portale? Au. Au. Ich muss ein Exempel statuieren. Treffer? Okay, alle in der Schattenwelt. Dann schnell wieder zurück. Da kam gerade wieder einer aus der Schattenwelt zurück. Der macht das schon ganz schön klug. Das könnte echt nervtötend werden. Beide gehen nach oben oder was? Nein, einen habe ich besiegt. Schon mal gut zu wissen, aber die ändern mir zu... Die springen über die Absperrung. Die springen hier einfach über die Absperrung. Bums. Okay, das ist also der Richtige. Wenn ich den besiege, dann sterben alle anderen auch. Das ist Lila. Na dann. Gehen wir doch mal schnell mit Lila dahin. Hui! Da ist er. Der Verräter. Hallo! Auf Wiedersehen. Er hat mich direkt wieder ins Portal geschubst. Das ist ganz schön frech. So. Also mit den Portalen hier so im Hintergrund ist das echt nicht so einfach. Au. Au. Was du kannst, kann ich auch. Der hat ja direkt eine Bombe platziert. Das ist, Och komm. Nervtötend. Ah, er kommt wieder. Sehr schön. So, das soll's gewesen sein.
Vorerst. 100 Fuffig! Nein, ich wollte doch gucken, ob unten noch was ist. Also unten in der Schattenwelt, ihr wisst, wie es macht. Stehen wir nicht ein bisschen zu weit unten dafür? Hier passt es. Aber oben hat das gerade überhaupt nicht gepasst. Na dann. Ah, das ist schon... Ja, schon Levelende? Ich hatte mehr erwartet. Was soll's. 37 Force-Feen. Okay. Das heißt, auf jeden Fall können wir auch oft sterben. Ja! Hui! Sie fliegen einfach weg. Die Pyramide. Speichern. Ja, natürlich. Die Pyramide ist ja sehr schön, aber das ist eine Geschichte für den nächsten Part, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar und ich sag tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.